Tag zusammen. Aki ob Jück. Ja, liebe Vlogger-Freunde. Ich bin hier gerade auf dem Heimweg von Garzweiler. Und ja, Spontan-Vlog. No? Es geht heute, oder es geht in diesem Vlog um ja, Blinken, Kreisverkehre. Was habe ich gelernt in der in der Fahrschule? Was besagt die StVO? Ne? Wie muss ich mich als Verkehrsteilnehmer benehmen? Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, dass die meisten einfach vergessen haben, was sie in der Fahrschule gelernt haben. Oder, weiß ich nicht, stinkefaul sind, keinen Bock haben, irgendeine Kleinigkeit zu machen, also sprich den Blinker zu betätigen, denn es sagt ja, oder die StVO besagt ja, dass man, wenn man eine Fahrtrichtungsänderung macht, ja, also sprich links abbiegt, rechts abbiegt, ja, dass man da den Fahrtrichtungsanzeiger betätigen muss, ne? Nicht soll, sondern muss, ne? Oder auch nicht kann, oder ja, man könnte ja mal, oder oder gegebenenfalls, oder was weiß ich. Nein, man muss diesen verfickten, ja, Fahrtrichtungsanzeiger betätigen und muss dem Verkehr anzeigen, wo ich hin will. Ja? So, und das gilt auch für Kreisverkehre. Ja? Befahre ich einen Kreisverkehr und fahre aus diesem Kreisverkehr raus, dann, ja, muss ich einen Blinker betätigen. Ne? So, das ist ja nicht, das ist nicht aus Höflichkeit oder was weiß ich weswegen, sondern es ist, weil es in der Straßenverkehrsordnung steht und weil der Kreisverkehr ja auf diesen Fahrtrichtungsanzeiger ausgerichtet ist. Das heißt, sonst könnte man dann nämlich auch eine Ampel hinbauen. Ja? So, nein, man möchte aber durch diesen Kreisverkehr den Verkehr fließend halten. Ja? Das heißt, man möchte nicht, dass da irgendwelche Staus zustande kommen oder sonst was. Man möchte den Verkehr fließend halten. Wenn man dann aber dem einfahrenden Verkehr, ja, nicht zeigt, ja, wo man hin will, ne, dann ist der Kreisverkehr für den Arsch. Dann ist das nämlich aufgehoben, ja, dieser Kreisverkehr. Ja, der Sinn des Kreisverkehrs ist dann nämlich aufgehoben, weil nämlich derjenige, der in diesen Kreisverkehr einfährt, nicht weiß, wo will jetzt dieser, wo will jetzt dieses Kraftfahrzeug, ja, eigentlich hin? Will er den Kreisverkehr weiter befahren oder will er hier rechts raus? Weil wenn er rechts raus will, dann musste er das anzeigen. Tut er das nicht, möchte er den Kreisverkehr noch weiter befahren. Ja? Aber dieser Verkehrsteilnehmer, dieses Kraftfahrzeug, fährt denn rechts aus diesem Kreisverkehr raus und man steht da wie so ein Depp, ja? Musste anhalten, ja? Obwohl man weiterfahren könnte, wenn er das angezeigt hätte. Ja? Nein, so hat er den Kreisverkehr aufgehoben und einfach in die Tonne gehauen. Ne? Hätte man den da auch gar nicht, ne, bauen brauchen. Ne? Genauso geht das ja, Blinkverhalten der Verkehrsteilnehmer, wenn man vom Straßenrand anfährt. Ne?
und will sich wieder in diesen fließenden Verkehr, ja, einfädeln. Was hat man zu tun laut Straßenverkehrsordnung? Richtig, zu blinken, den nachfolgenden Verkehr beobachten, blinken und wenn eine Lücke da ist, ja, sich einfädeln. Ne? Da braucht heute aber kein Arsch mehr machen. Ne? Ich sage das extra so, ja, extrem, da braucht keiner mehr machen, weil, ja, weiß ich auch nicht, weil man da keinen Bock drauf hat, ist zu viel Arbeit zu blinken und dann in den fließenden Verkehr einzufahren. Ne? Also fahre ich einfach ein in den fließenden Verkehr, blinkt nicht. Ja? So, wir als Motorradfahrer kommen denn da und was passiert? Peng, ameng, ne, das war's, wir hängen dem Juten auf dem Kotflügel, ne, unser Bike ist am Arsch, wir sind am Arsch, ne, nur weil Meister Fetz, ne, also, ja, sein Blinker nicht betätigt hat. Ne, so einfach ist das. Ne, und das sind Kleinigkeiten, ja. Ne, Kleinigkeiten, die durch Nachlässigkeit noch nicht mal, sondern die einfach durch, ich habe keinen Bock da drauf, entstehen. Ja? Das ist genauso, wenn, ich habe so auch so manchmal das Gefühl, gerade jetzt in diesem Sommer, wo es so super warm war, ja, und nicht jeder eine Klimaanlage hat, ne, vielleicht ein älteres Auto hat, ne, ein Auto mit älterem Baujahr, wonach keine Klimaanlage verbaut ist. Ne? Ja. So, was haben die denn gemacht? Ja, die sind mit offener Scheibe gefahren, ist ja logisch, ne? Damit man auch schön Wind in seine Butze kriegt, ganz klar. Ne? Ja, so. Dann habe ich aber manchmal das Gefühl, da ist nicht nur die Scheibe weggekommen, sondern der Aschenbecher, den haben die gleich mit rausgeschmissen, keine Ahnung. Oder war auch zu teuer, ne? Ein Auto mit Klimaanlage zu kaufen war zu teuer. Ne? Na, da war, ja, der Aschenbecher, der war auch zu teuer, also wurde der erst gar nicht eingebaut, habe ich manchmal so das Gefühl. Na, und dann sitzen die Kollegen da in ihrem Auto, na, hauen sich eine Kippe nach der anderen in die Fresse, na, und halten diese Kippe dann aus dem Fenster und dann wird fleißig aus dem Fenster gehascht. Na, und ich komme dann dahinter, na, diesem Fahrzeug und ja, hab auch das Visier hoch, weil es ja schön warm ist draußen und kriege andauernd die Asche in die Fresse. Ne? Sag das jetzt mal so. Ja, und da habe ich dann auch schon neben einem gestanden und habe den gefragt, ne, hören Sie mal, nur mal so eine Frage. Hat das Auto keinen Aschenbecher? Ja, doch. Ja, ich sage, warum benutzen Sie den dann nicht? Ja, wie? Ja, ich sag, Sie aschen die ganze Zeit hier aus dem Fenster. Ich sag, und ich kriege die Asche andauernd in das Fressbrett. Ich sag, und gleich wird die Kippe auch noch rausgeschnippt. Ich sag, und dann landet die bei mir, weil ich das Visier hoch habe, im Helm. Und dann, ne, ja, die meisten sind ja dann, ja, muss ich schon sagen, einsichtig und entschuldigen sich dann, ne, ja, nicht drüber nachgedacht, auch nicht in den Spiegel geguckt und so weiter und so fort. Ne. Aber es gibt doch viele, ne, die dann zu dir einfach sagen, so, ja, dann musst du den Helm drum machen. Ne? Ja, ich sag, wie, warum muss ich denn den Helm zumachen? Ich sag, ihr braucht doch eure Kippe nicht aus dem Auto schnippen oder aus dem Auto abaschen, dafür hat er doch einen Aschenbecher. Ne, in der No, aber du kannst ja auch einen Helm zumachen. Ich sag, boah, ich sag, weißt du, was, mach einfach Kopf zu, gut ist, ey. Ja, da denken die, weißt du, das ist, die denken, dass sie, das ist denen scheißegal, das, was da hinter einem ist. Ne? Gut, wenn jetzt einer mit vor mir fährt im Auto und meint, er müsste seine Scheibenwaschanlage anmachen, weil die Scheibe dreckig ist. Ne? Ich meine, der könnte auch mal in den Rückspiegel gucken und könnte sich sagen, gut, wenn da ein Auto jetzt hinter mir ist und ich mache den die Scheibenwaschanlage an, ne? Der kann auch seine Scheibenwaschanlage anmachen. Also der kann auch seinen Scheibenwischer anmachen und kann den Scheiß von seiner Scheibe dann runternehmen. Ne? Das kann der Motorradfahrer aber nicht, liebe Autofahrer. Ja? Mal überlegen, ich kann das nicht. Ich habe keinen Scheibenwischer an meinem Helm. Ne? Also einmal in den Rückspiegel gucken. Ne? Oh, Kacke, ne? Da ist ein Motorradfahrer hinter mir, da kann ich meine Scheibe jetzt nicht sauber machen. Ne? So einfach ist das, liebe Autofahrer. Mal ein bisschen überlegen. Ne? So.
Das sind so Dinge, aber wie gesagt, das ist, da kann man sich den ganzen Tag drauf ausruhen, auf solchen Themen. Aber mir war gerade mal danach und ich habe mir gedacht, ich habe einen Akku und meine Kamera läuft noch, da haue ich doch mal einen raus, liebe Vloggerfreunde. Ne? Das habe ich hiermit getan. Ne? Ich mache mich jetzt, oder ich bin auf dem Weg nach Hause. Es ist 17 Uhr, wir haben Samstag, hatten noch mal schönes Wetter. Ne? Ja. Und ich freue mich gleich auf die Zusammenfassung der Bundesliga. Die werde ich mir reinziehen und ein lecker Fläschchen Bier trinken. Das habe ich mir heute verdient. Ja. Und ich hoffe, ihr habt auch noch den Tag genossen bei diesem herrlichen Wetter. Ich weiß natürlich nicht, in welcher Region es jetzt nicht so schön war wie hier bei uns im Rheinland. Aber wenn, dann denke ich mir mal, ja, nee, ich weiß das, ich kenne euch ja. Ne? Ich weiß genau, dass ihr das auch nochmal ausgenutzt habt, liebe Freunde. Ne? Ganz genau. Ne? Ach so, ja, was ich noch sagen wollte. Liebe Vloggerfreunde, liebe Abonnenten, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, oder wenn ihr auch noch nicht mitbekommen habt, dann Folgendes. Wir von der Community motorvlog.de haben uns gedacht, wir machen einen Gemeinschaftskanal, und zwar den Kanal, YouTube-Kanal motorvlog.de. Auf diesem Kanal könnt ihr alle Motorvlogger Beiträge sehen, die unserer Community angeschlossen sind. Da habt ihr alles unter einem Dach. Das bedeutet, ihr braucht nicht großartig im Internet zu suchen, wenn ihr euch Filme ansehen möchtet über das Motorrad und das Motorradvloggen und über Tourberichte etc. pp. Da habt ihr alles unter einem Dach, oder wie man so schön sagt, alles unter einem Hut. Einfach ein Abo bei motorvlog.de auf dem YouTube-Kanal hinterlassen, und da könnt ihr unter anderem dann auch meine Filme sehen und auch viele Filme meiner Motorvlog-Kollegen. Im Moment ist es so, dass da die Vlogs hochgeladen werden, die wir auch selber hochladen. Es sind da aber Sachen geplant, wie zum Beispiel Gemeinschaftsvlogs etc. pp. Also das wird eine ganz saubere Sache. Und wie gesagt, wenn ihr da Interesse dann habt, abonniert einfach motorvlog.de. Ja? So, wenn euch dieses Video gefallen hat, ja, ne, obwohl ich jetzt hier geschimpft habe wie ein Rohrspatz, ne, dann ja, einen Daumen nach oben, Freunde, ne, oder abonniert meinen Kanal. Ja? Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Motorvlog. Ne? Euer Aki. Macht's gut.